dicken Menschen beim Abnehmen zugucken. Dass das Konzept funktioniert, beweist ja gerade die 6. Staffel von The Biggest Loser. Und wo kommt das Ganze her? Natürlich aus Amerika. Und da sorgt diese Kandidatin hier gerade für mächtig Wirbel. Knapp 70 Kilo hat Rachel Frederickson in der Show abgenommen. 1600 Kalorien pro Tag, tägliches Sporttraining und Infrarotsaunagänge. So ist sie von 118 auf 48 Kilo geschrumpft und natürlich schreit die ganze Welt auf. Magersüchtig, viel zu schnell, viel zu dünn, unverantwortlich, so lauten die Kommentare. Und obwohl Rachel die Magersuchtskritik zurückweist, gibt sie zu, es wird schwierig für mich nach der Show. Mehr Kalorien, weniger Training, ich muss sehen, was zu mir passt. Und genau da liegt das Problem. Denn erst werden die Kandidaten monatelang hart trainiert, ihnen werden neue Essensregeln anerzogen und dann stehen sie alleine da. Das endet dann schlimmstenfalls in einem krassen Jojo-Effekt wie bei AJ Rochester oder eben in einem Abrutschen in die Magersucht. Und genau darauf hat der Sender NBC jetzt reagiert. Er will in der nächsten Staffel von The Biggest Loser die Kandidaten auch nach dem Finale betreuen und dann regelmäßigen Check-ups unterziehen. Dabei helfen kann bestimmt auch die Gesundheits-App, die einen daran erinnert, gesünder und bewusster zu leben. Hier gibt's Tipps zu jede Menge Gesundheitsthemen und man kann sich gute Vorsätze mit Erinnerungen anlegen. Höchste Zeit, mal wieder was zu trinken. Also dann bis morgen. Prost!